Wir sind heute auf einem Lebenshof, auf dem ganz viele verschiedene gerettete Tiere leben. Und ihr erinnert euch bestimmt, wir haben Aufnahmen aus einem Stall von einem Lidl-Lieferanten veröffentlicht. Und während die TierschützerInnen da die Aufnahmen gemacht haben, konnten sie zwei der dortigen Hühner retten. Die leben heute hier und wie es denen geht und wie sie mit den Folgen dieser Qualzucht leben können, das schauen wir uns heute an. Also ich habe hier ganz schön Besuch bekommen. Mittlerweile sind auch die Puten, die geretteten Puten gekommen. Hier direkt vor mir habe ich jetzt die kleine Kendra. Und Kendra wäre noch im Stall aussortiert worden, weil sie zu klein und zu schmächtig gewesen wäre und für die Mast quasi unbrauchbar. Und Diddy, der war aber hingegen schon so groß und schwer, dass er nicht mehr richtig laufen konnte, dass seine Beine schon unter ihm nachgegeben haben. Und er wäre im Stall wahrscheinlich einfach verdurstet, weil er nicht mehr zur Tränke gekommen wäre. Die Hühner, die ihr jetzt hier seht, wurden alle darauf gezüchtet, möglichst schnell möglichst viel Fleisch anzusetzen. Und der restliche Körper kommt damit aber nicht klar. Die ganze Fleischmasse drückt auf die Lunge, die Tiere haben Probleme zu atmen. Auch das Herz kommt damit nicht mit dem Tempo des Körperwachstums. Dadurch, dass sie die ganze Zeit liegen, dehnen sich die Beine und der Muskelapparat, der eigentlich aufgebaut werden sollte, der funktioniert eben einfach nicht. Und wie ich eben schon gesagt habe, bei Diddy ging es anfangs auch nicht, aber mittlerweile kann er zum Glück wieder laufen. Und er hat auch noch was anderes gelernt. Er kann nämlich jetzt krähen. Das hätte er eigentlich nicht gelernt, weil er im so frühen Alter schon getötet werden sollte. Aber mittlerweile hat er es kräftig geübt und vielleicht kriegen wir ja noch eine kleine Kostprobe, nicht wahr? Bei Diddy könnt ihr gut erkennen, dass, wie die Hühner gezüchtet werden. Ihr seht, seine Brust ist extrem groß und schwer, denn er war so schwer, dass seine Beine unter ihm weggegrätscht sind. Und die wurden dann mit Klebeband fixiert und seine Muskeln wieder trainiert und aufgebaut. Und wie ihr seht, hat es funktioniert und er kann wieder laufen. Also richtig tolle Entwicklung bei ihm. Aber obwohl Diddy jetzt schon Diätfutter bekommt und auch seine Beine wieder funktionieren, hat er natürlich sein Leben lang Schwierigkeiten. Er wird nie ganz so agil sein können wie ein, sag ich mal, normales Huhn. Und genauso wie mir ist den Hühnern wahrscheinlich gerade ganz schön kalt. Und normalerweise würden sie jetzt Zuschlupf unter den Flügeln ihrer Mutter suchen. Aber ihr habt gesehen, wie groß die Küken schon sind. Es sind ja eigentlich noch Küken mit ihren wenigen Wochen. Aber sie würden da schon gar nicht mehr unter die Flügel der Mutter passen. Das zeigt, wie absurd diese Zucht mittlerweile ist. Hier sind mehrere Hühner auf dem Lebenshof, die aus der Mast gerettet wurden. Und man erkennt direkt den Unterschied. Die drei, die schon länger hier leben, die sind auch viel offener und mutiger. Die haben scheinbar schon die schlimmsten Qualen, die sie erleben mussten, vergessen und haben schon mehr Zutrauen zum Menschen, während Diddy und Kendra noch ein bisschen vorsichtiger sind. So, und jetzt werden die Snacks mal weggepackt. Wir füttern ihnen hier gerade Äpfel, denn den Masthühnern wurde das Sättigungsgefühl abgezüchtet, denn sie sollen ja so groß und schwer wie möglich werden. Und wenn man ihnen jetzt das normale Hühnerfutter geben würde, dann wären sie wahrscheinlich innerhalb weniger Monate tot, denn sie würden immer weiter wachsen, ihre Brust würde immer größer werden und deswegen kriegen sie jetzt hier Diätnahrung. In dem Fall sind es Äpfelchen und es scheint ihnen ja zu schmecken. Wie ihr wisst, stammen Diddy und Kendra aus einem Stall, der auch Lidl beliefert. Daher ist unsere Forderung an Lidl: Lidl, du musst die Qualzucht beenden, tritt der MAI bei und tu was gegen die schlimmsten Missstände in der Hühnerhaltung. Alle Infos und die Forderung, die Petition dazu, findet ihr auf www.lidl-fleischskandal.de.